Rap. Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Flair mit F und die großen Bs. Bushido, Boogie, Bones MC und Bass Sultan Angst. Beef, Beef, Beef. Ich bin Mr. Rap. Dranbleiben. Leute, nicht lang schnacken, sondern alphamäßig den Beef anpacken. Es geht los mit Flair und MC Boogie und einer Flair-Instagram-Fragerunde. Die hat es in sich beispielsweise mit der Frage... mal den Boogie. Flair antwortet, wenn man sich sieht, kann er mir zeigen, wie krass er ist. Bin jeden Tag in Süd-Berlin. Nächste Frage, was hat Belasch gegen dich? Flair antwortet, ich habe Erfolg und er nicht. Weiter geht's mit einer Frage, die sich wahrscheinlich auch auf MC Boogie bezieht, weil MC Boogie ja Flair zum Kampf herausgefordert hatte. Und zwar die Frage lautet, warum denkt jeder Junkie, er wäre ein guter Boxer? Flair antwortet mit nur einem Wort und zwar Kokain. Kokain und ich hab das weiße Pulver mit im Club. Weiter geht's mit der Frage, was passiert mit Boogie und der Flair-Antwort wird, wenn er so weitermacht, an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt sterben. Leider. Und die letzte Frage, machen dir alle Ansagen, aber du sollst dann dahin fahren, was los mit denen? Und der Flair-Antwort, Kneipen, Eierkopf, Logik. Außerdem gab es dann unter einem Flair-Bild auf Instagram noch zwei recht bemerkenswerte Antworten. Auf das Kommentar, im echten Leben zeigt uns Boogie gerade, wie du bist, antwortet Flair, ich ficke dich und Boogie im echten Leben. Und auf das Kommentar, fahr doch mal zum Kameradenweg und zeig, wie viel Eier du hast, Kameradenweg, MC Boogie, antwortet Flair, glaub mir, wir standen schon da und vier Lachsmilies. Es dauerte dann natürlich nicht lange und eine Antwort von MC Boogie in Form einer Instagram-Ansage-Story folgte sofort. Diese beginnt mit den Worten, Flizzy, du Hund, und MC Boogie sagt weiter, Flair solle aufhören, den Leuten den Film zu verkaufen, dass man Flair irgendwo finden könne wie ein Mann. Flair sei kein Mann, sondern lasse andere Männer anrufen und verstecke sich selber, Flair sei ein kleines Gimmick. Und auf diesen Front von Flair gegen Belasch bezogen, sagt Boogie dann, Belasch begräbt dich lyrisch, Belasch macht einen Anruf und du bist gefickt. Die Ansage wird dann beendet mit den Worten, also lass diese Kacke nicht noch mehr Benzin ins Feuer, Ball flach halten. Und damit dann zurück zur Flair-Fragerunde, diesmal bezogen auf Bones MC und Bushido, aber natürlich erstmal Werbung. Es ist Wochenende, das heißt saufen! Oder aber du gehst stattdessen mal Fitness, tust was für dich und mit dem Code RAP10 tust auch noch was für deinen Geldbeutel. Deine Entscheidung. Hä? Weiter? Achso. Flair-Fragerunde bezüglich Bones MC und Bushido. Wir fangen an mit Bones MC. Hier wird Flair gefragt, was sagst du zur Bones-Line? Wohl bezogen auf den Track Eine Pille von vor zwei Wochen, wo Bones MC rappte, St. Pauli, du passt hier nicht her, denn du bist nur ein Spast, so wie... Also Flair, was sagst du zu dieser Bones-Line? Flair antwortet, die St. Pauli-Line gegen mich macht keinen Sinn. Er passt da nicht mehr rein, beziehungsweise darf da nicht mehr hin. Esel, Lachsmiley. Boogie, check. Bones, check. Kommen wir zu Bushido. Hier wird Flair nämlich gefragt, Bushido darf die Doku veröffentlichen, dachte, es darf nicht erscheinen. Dies bezieht sich darauf, dass Flair vor gut ein, zwei Monaten bei Roos im Livestream sagte, von wegen wahrscheinlich dürfe Bushido die Doku gar nicht mehr rausbringen, weil sie irgendwie Springer verarscht hätten mit Rechnung und so weiter. Bushido wiederum machte sich dann gestern, als das Release-Datum der Doku bekannt gegeben wurde, über diese Aussagen von Flair lustig. Und jetzt antwortet Flair mit den Worten, na, Peter, also Peter Rosberg, hat von Axel Springer gut auf die Fresse bekommen. Die haben am Ende 6 Folgen in der Küche gedreht und dafür 3 Jahre Kosten und Stress verursacht, 4 Lachsmilies. Diese 6 Folgen in der Küche werden dann Ende November erscheinen. Intime Einblicke in Bushidos Leben gab es allerdings gestern bereits, und zwar in einem Bushido-Interview bei Bild TV, wo auch seine Frau mit dabei war. Und es geht so ein bisschen um intime Einblicke, Familienleben trotz Polizeischutz und so weiter. Bushido berichtete hier unter anderem davon, psychisch am Ende gewesen zu sein. Daraus wiederum entstand dann folgende grandiose Bildschlagzeile. Bushido gibt schonungslos ehrlichen Einblick. Zitat, ich gehe 3-mal die Woche zur Therapie. Flair wiederum postete diese Schlagzeile von der Bild, ne, ich gehe 3-mal die Woche zur Therapie, mit dem Hashtag wegen CCN3. Und Bass Sultan Hengst wiederum repostete diesen Post von Flair und schrieb dann dazu, nach dem Release geht er 5-mal. Apropos Flair und Bass Sultan Hengst, die haben heute Nacht ihren Track Sternklare Nacht rausgebracht. Und hier gibt es gleich 2 interessante Sachen. Zum einen im Musikvideo dazu gibt es eine kleine Stelle, einen kleinen Skit von Sinan G, wo dieser so eine kleine Anspielung auf dieses Bushido-Hotel-Video mit einem Minderjährigen und so macht. Und ebenfalls interessant, Flair rappt auf dem Track, du verklemmte kleine Hure machst auf freizügig, doch dein Manager, der Hund, hat Polizei nötig. Klingt recht explizit, als hätte Flair da eine bestimmte Person vor Augen gehabt. Aber wen? Ich weiß nicht. Habt ihr eine Theorie? Schreibt's mir in die Kommentare. Danach dann guckt ihr euch dieses Video an über Bushido, Flair, Samra, Gerichtsprozess und die weltweite Papierknappheit. Und dann entlasse ich euch auch schon ins Wochenende, denn das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Wer fragt, was ist mit dem los? Ich sag mal so, ganz normales Abendprogramm für mich.